das ist aber echt lecker. Ist da noch was beigemischt oder ist das reines Reinheitsgebot? Das war die 20. Etappe des Rheinsteigs. Sie führt über 14 Kilometer von Bad Honnef nach Königswinter und man muss dabei ungefähr 630 Höhenmeter überwinden. An der Länge der Aufnahmen habt ihr sicher gemerkt, dass die Wegführung nicht ganz so spannend war. Da wir im Naturschutzgebiet unterwegs waren, durfte ich auch nicht mit der Drohne fliegen. Und wir waren sonntags unterwegs, bedeutet am Drachenfels waren sehr viele Menschen. Wenn ihr mal in der Woche unterwegs seid, schaut euch die Ruine mal in Ruhe an und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch noch am Schloss Drachenfels vorbeischauen. Da muss man allerdings Eintritt zahlen.
Das muss jeder für sich selbst dann entscheiden. Die Highlights waren der Abstecher zur Löwenburg und zum Aussichtspunkt auf dem Breiberg, die offiziell nicht zu der Etappe gehören, lohnt sich aber allemal. Und natürlich die Begleitung von Vroni und Micha. Also mit den beiden gehen auch die monotonsten Wege wie im Fluge vorbei. Es macht immer wieder Spaß mit euch. Das Video von den beiden werde ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, sobald das raus ist. So, genug gequatscht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen, und bis zum nächsten Mal. Ciao!